Hallo Internet, hier ist wieder Beckenzack für euch und willkommen zu meiner Review von Quentin Tarantinos The Hateful Eight. Ich hasse euch! Vorab für euch die Info, diese Review ist tatsächlich komplett spoilerfrei und ich werde auch am Ende nicht nochmal so eine Art Spoilerbereich machen, wie ich das sonst vielleicht schon ein paar Mal gemacht habe. Denn ehrlich gesagt gibt es nicht so viel, worüber man mit Spoilern diskutieren müsste. Wenn ihr den Film selbst gesehen habt, dann wisst ihr, was ich meine. Okay, was kann ich euch zu dem Film erzählen, was ihr noch nicht wisst, wenn ihr wisst, dass es ein Quentin Tarantino-Film ist? Eigentlich nicht viel. Der Film stand wirklich unter keinem guten Stern, denn es gab da vorab so ein paar Schwierigkeiten. Zum einen wurde das Drehbuch vorab im Internet geleakt und daraufhin war Quentin Tarantino, der Regisseur, so angepisst, dass er gesagt hat, er möchte den Film einfach nicht mehr drehen. Nein, ich mach den Film nicht mehr. Mir egal. Scheiße, noch eins. Gott sei Dank hat er sich noch ein wenig zusammengerissen und hat gesagt, er macht den Film doch, denn es ist ein sehr guter Tarantino-Film geworden. Der Film wird momentan überall beworben als der 8. Film von Quentin Tarantino. Das Quartett läuft Gefahr abzusacken. Nur ich kann die Gruppe zu neuen Ufern führen. Number 8. Number 8. Number 8. Number 8. Number 8. Das ist auch ganz richtig, denn immerhin ist er nun mal der 8. Film von Quentin Tarantino. Aber man könnte sich fragen, warum das wichtig ist oder warum da so ein Augenmerk drauf gelegt wird. Das Ganze hat nämlich tatsächlich einen nicht ganz unkritischen Sinn dahinter, denn Quentin Tarantino hat schon vor ein paar Jahren gesagt und sagte es jetzt auch immer mal wieder, dass er in seiner gesamten Karriere bloß 10 Filme drehen möchte. Und danach möchte er sich zur Ruhe setzen. Das heißt, es dürften jetzt rein theoretisch nur noch 2 neue Filme von Quentin Tarantino geben. Und dann war es das. Rums, bums, aus die Maus. Ich hoffe nur inständig, dass er noch Kill Bill Volume 3 macht. Bitte mach Kill Bill Volume 3! Aber gut, genug mit Kill Bill. Kommen wir mal zum eigentlichen Film. Der Film ist echt krass. Krass in deiner Gewaltdarstellung. Ich weiß, das ist bei Tarantino-Filmen jetzt wirklich nichts Neues, nicht mal ansatzweise. Aber ich weiß es nicht genau, aber es könnte tatsächlich sein, dass das der brutalste Tarantino-Film von allen ist. Ich meine, dass in Tarantino-Filmen Leute abgeknallt werden und hier und da mal ein bisschen Blut spritzt, ist ja echt nichts Neues. Aber Leute, Leute, das war eine kranke Scheiße, Mann. Ich habe mich stellenweise wirklich an Szenen von dem Exorzisten zurückerinnert und das will was heißen. What is it? Ich mache mir so langsam tatsächlich ein bisschen Gedanken um den Gemütszustand von Quentin Tarantino, dass der solche Filme macht in der Art und Weise, wie er sie macht. Aber dadurch, dass es so extrem krass überzeichnet ist, schon fast cartoonhaftig ist, diese Gewalt, die da ausgeübt wird, kann man es eigentlich doch nicht so ganz ernst nehmen. Aber trotzdem, ich weiß nicht. Ja, das soll jetzt gar keine schlechte Kritik sein. Ich meine, ich finde die Scheiße ja selber geil. Aber ich wollte damit nur sagen, wenn man ein bisschen zimperlich ist, dann sollte man sich schon auf gewisse Sachen einstellen. Ein weiteres Aushängeschild für Tarantino-Filme neben der Gewalt sind natürlich die extrem gut geschriebenen Dialoge. Die sind auch in Hateful Eight sehr gut, aber trotzdem sind sie, finde ich, nicht ganz so bissig wie in seinen früheren Filmen. Und gerade am Anfang lässt er sich mit dem Film extrem viel Zeit. Da wird es schon fast ein klein wenig langatmig, was in der zweiten Hälfte aber wieder komplett wettgemacht wird. Tarantino-Filme leben einfach von den Charakteren in dem Film und wie diese miteinander sprechen, was für Dialoge sie miteinander führen und wie sie zueinander stehen. Und auch The Hateful Eight hat einige ganz
coole, interessante Charaktere dabei, aber der, der am meisten heraussticht und allen die Schau stiehlt, ist wohl wirklich Samuel L. Jackson. Ich finde es halt wirklich einfach nur schön zu sehen, dass Mace Windu zum ersten Mal seit Pulp Fiction wieder der Star, der wirkliche zentrale Punkt eines Tarantino-Films ist. Was auch einfach mal wieder eine schöne Abwechslung zu dem allgemeinen Kino-Story-Einheitsbrei darstellt ist, dass wirklich eigentlich jeder Charakter in dem Film, der eine Rolle spielt, einfach nur ein abgefucktes Mistschwein ist. Also es gibt irgendwie nicht so richtig einen Charakter, der gut oder böse ist in dem Fall. Es sind halt alles irgendwo Menschen, die Dreck am Stecken haben und mit dem man zur gleichen Zeit sympathisiert, als auch auf der anderen Seite sich denkt, boah, was bist du für ein verdammter Hurensohn? Und auch gerade hier ist es wieder Nick Fury, der mich zum einen dazu gebracht hat, zu denken, geiler Typ. Und im nächsten Moment dann einfach nur noch, Alter! Boah! Ich hatte das vorhin schon kurz erwähnt, dass der Film am Anfang etwas langatmig ist, aber er braucht diese Zeit wirklich, um die Charaktere zu etablieren. Man braucht die Zeit, um zu verstehen, um ein Gefühl davon zu bekommen, was der eine Charakter für einer ist und was der andere Charakter für einen ist. Denn nur so kann man in der zweiten Hälfte wirklich überrascht werden, weil man auf der einen Seite sich nicht denkt, dass der Charakter wirklich so handelt, wie man es vorher vermutet hat, und auf der anderen Seite der andere Charakter vielleicht trotzdem genau so handelt, wie man es sich gedacht hat. Es ist so ein bisschen ein Spiel damit, dass Tarantino versucht, einem einen Charakter in eine bestimmte Schiene zu drücken zuerst, dass man sagt, ich mag den nicht oder ich mag den, nur um dann später ein bisschen überrascht zu werden. Das ist aber immer so ein Auf und Ab. Es ist wirklich alles nicht schwarz-weiß, es ist alles komplett grau. Es gibt wirklich, wie gesagt, keinen Charakter, der jetzt hier der Gute ist und einer, der hier irgendwie der Böse ist. Alles sind Schweine, aber trotzdem ist es beim Schauen des Films einfach eine emotionale Achterbahn. Ja, ich habe das Wort da gerade tatsächlich benutzt. Wo man immer nicht so richtig weiß, die ganze Zeit über, was man von den Charakteren eigentlich halten soll. Wo es vorher augenscheinlich noch etwas langweilig ist, wird es in der zweiten Hälfte dann erst so richtig interessant. Tatsächlich ist es auch so, dass man das Gefühl hat, man würde zwei komplett verschiedene Filme gucken in einem. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Die zweite Hälfte des Films ist tatsächlich was ganz Besonderes, denn da schafft es Tarantino, den Film auf einmal in ein, wie ich finde, fast in sich allein abgekapseltes Theaterstück zu verwandeln, wo in dieser kleinen Berghütte auf so einem begrenzten Raum so viel passiert, so viel nebenher passiert. Es ist auch so, dass wirklich immer wieder, während man einen Charakter eigentlich im Fokus hat, man unweigerlich in den Hintergrund schaut und dann entdeckt, was die Charaktere da so treiben. Und das ist wirklich wie auf einer kleinen Theaterbühne, wo einfach mit sehr begrenztem Raum ganz großes Theater und Schauspiel wirklich dargeboten wird. Es gibt momentan in den deutschen Kinos tatsächlich auch zwei verschiedene Versionen des Films. Die eine ist ein bisschen länger und hat auch tatsächlich eine von Quentin Tarantino vorgeschriebene Pause im Film. Leider haben das nur sehr wenige deutsche Kinos tatsächlich, da das mit dem Bildformat zusammenhängt, auf dem der Film eigentlich gedreht wurde. Denn eigentlich ist hier Tarantino auch dafür bekannt, dass er sehr auf den Oldschool-Film steht, auf die alten Sachen. Und er hat auch The Hateful Eight komplett analog gedreht auf alten Filmrollen. Ich glaube 70 mm, ich weiß es gerade nicht genau. Jedenfalls gibt es nur sehr wenige deutsche Kinos, die diese Filme überhaupt noch abspielen können und es auch tun. Und deswegen gibt es auch nur in diesen Kinos diese gesamte Länge des Films, denn da ist der Film auch etwas länger, aber nur zum Anfang, es sind keine wichtigen Szenen, die irgendwie fehlen. Aber trotzdem trägt es ungemein zu einer bestimmten Stimmung des Films bei. Wenn er am Anfang ein bisschen mehr Aufbau hat und dann nach dem ersten Tod einer Figur, wenn ich mich nicht täusche, kommt nämlich da der Cut, dann eine Pause ist. Das lässt nämlich den Zuschauer erstmal so ein bisschen das Geschehene verdauen und er kann sich auch gleichzeitig darauf vorbereiten, was dann da gleich kommt, nämlich komplett fertiger Scheiß.
Ich habe den Film übrigens nicht in der eigentlichen Tarantino-Version gesehen. Aber trotzdem kann ich darüber so erzählen, als ob ich es getan hätte. Ja. Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Also wie wir nun wissen, ist Tarantino extrem exzentrisch und das macht sich auch mal wieder deutlich in den Figuren und in der Story seines neuen Films, denn er macht da nämlich so ganz beiläufig so richtig schöne Seitenhiebe gegen die amerikanische Gesellschaft, obwohl das Ganze ja vor zig Jahren im Wilden Westen spielt, beziehungsweise in Wyoming. Die ganze Geschichte war nämlich so: Wir hatten einen Termin mit einem Immobilienmakler aus Wyoming. Kurz zuvor habe ich seine Anzeige in der Zeitung gelesen. Ich zitiere: Neuwertiger Saloon in ruhiger Lage ohne Ablöse sofort beziehbar. Mir war sofort klar, das wird das neue Stammlokal für meinen Stamm. Auch seine Mitarbeiter machten auf uns einen äußerst seriösen Eindruck. Wir haben in dem Film tatsächlich nur zwei Figuren, die den Staat repräsentieren. Der eine davon ist ein Sheriff, der andere ist ein ehemaliger General aus dem amerikanischen Bürgerkrieg von den Südstaaten. Und wisst ihr, Tarantino stellt diese beiden als rassistische Vollpfosten hin und die dazu auch noch einen dämlichen Sprachfehler haben und zu blöde sind, den Namen Abraham Lincoln richtig auszusprechen. Man könnte jetzt sagen, diese Interpretation ist sehr weit hergeholt. Aber nee, wer Tarantino kennt, der weiß ganz genau, was der da macht und wie er es macht. Glaubt mir, das ist so. Ohne euch jetzt zu spoilern, keine Sorge, mache ich nicht, muss ich trotzdem sagen oder möchte ich trotzdem sagen, dass das Ende schon ein bisschen überrascht ist, aber nicht wirklich mindblowing ist. Das liegt daran, dass Tarantino zwar wieder sehr gute Charaktere geschrieben hat und sehr gute Dialoge geschrieben hat, aber trotzdem ist die Story des Films so aufgebaut, dass man als Zuschauer leider nicht wirklich vorher darauf kommen kann, was eigentlich wirklich los ist. Und das ist ein bisschen schade, denn das macht das Ende so ein bisschen zu einem Deus Ex Machina-Moment. Und ja, Leute, da man eigentlich das Gesehene nicht so richtig in Worte fassen kann, wenn man es nicht selbst gesehen hat, bin ich tatsächlich auch schon am Ende meiner Review diesmal. Abschließend möchte ich einfach nur noch mal sagen, es ist wirklich ein sehr, 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 sehr guter Tarantino-Film. Es ist nicht sein bester, aber auch nicht sein schlechtester. Es ist ein guter, guter Tarantino-Film. Was macht ein Tarantino-Film aus? Zum einen die lächerliche Gewaltdarstellung, zum anderen die knackigen, bissigen Dialoge, die krassen Charaktere und hin und wieder einen kompletten Mindfuck. Und wisst ihr, genau das alles erfüllt der Film zu Genüge. Und deswegen sage ich euch, wenn ihr Fans seid von den Filmen von Quentin Tarantino, dann geht auf jeden Fall ins Kino. Wenn ihr euch aber so ein bisschen einscheißt und selbst sowas wie The Walking Dead schlimm findet, dann solltet ihr euch den Film, glaube ich, nicht angucken. Jetzt bleibt mir wie immer nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe auch, dass wir uns beim nächsten wiedersehen. Bis dahin sage ich, Haunse Baunse! Psst, hey, 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 psst. Psst, hey, hey, psst, hey. Kommt schon. Ich weiß es, ihr wisst es. Alle wissen, dass es wahr ist. Ihr wollt mich in Kill Bill Volume 3 als Gegner für Uma Thurman sehen. Kommt schon. Wir wissen alle, dass es so ist. Kommt schon. Hey, am besten startet ihr jetzt sofort eine Unterschriftenpetition. Bacon Zack for Volume 3. Nein, bitte tu das nicht. Hallöchen, ich bin's nochmal mit ein bisschen Eigenwerbung. Das kennt ihr ja mittlerweile schon von meinem Kanal. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Ich würde mich auch extrem freuen, wenn ihr einen Like dalassen würdet. Das zeigt mir, wenn ihr das Video gesehen habt, dass es euch wirklich gefallen hat. Und es tut auch wirklich keinem weh, einfach so ein Like dazulassen, meine Güte. Außerdem möchte ich darauf aufmerksam machen, dass ich erst vor kurzem ein neues Let's Play gestartet habe. Und zwar von einem extrem bescheuerten, dämlichen Spiel namens Hatoful Boyfriend Holiday Star. Ja, Besucher meines Kanals, die schon länger dabei sind, wissen, was das für ein seltsames Spiel ist und was für
komische Vögel man da treffen kann. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr da hineinschauen würdet. Außerdem, wenn ihr Star Wars Fans seid, dann habe ich auch erst vor kurzem ein Video hochgeladen mit den zentralen Fragen aus Star Wars Episode 7, beziehungsweise den Fragen, die wahrscheinlich in Star Wars Episode 8 beantwortet werden, wie zum Beispiel, wer sind Rays Eltern? Wer ist der Großanführer Snoke? Und warum kann das Wochenende nicht schon mittwochs anfangen? Also, wenn euch das eventuell auch zusagt, dann hey, schaut doch auch mal rein. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal sage ich tschö mit ö.